Ah, wie mache ich den fertig am besten? Ich brauche eine Pause. Dann mach doch eine Pause. Mist, die stehen sich genau gegenüber. Oh, gehst du weg? Ich habe vielleicht eine Idee. Goddammit! Ich dachte, ich habe was gehört. Hör auf! Halt! Stehen bleiben! Nein! Ich könnte ihn zwar im Kampf besiegen, aber ich will das einfach nicht. Also wenn ich ihn kaputt schlage, dann... kaputt schlage? Dann errege ich auf jeden Fall zu viel Aufmerksamkeit. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? War da ein Geräusch? Ich habe auch was gehört. Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann! Wahrscheinlich nur eine... Verdammt nochmal, das gefällt mir nicht. Jetzt sieht er gleich die Leiche. Hä? Mich kriegst du nicht. Ich finde dich schon! Das glaube ich nicht. Na, wo willst du jetzt nach mir suchen? Geh voraus, den kriegen wir. Geh im Gang an mir vorbei. Mist, er kommt nur bis zu dieser... Irgendwann musst du rauskommen! Ich finde niemanden. Go, go, go! Okay. Die wird halten. Ich will nicht, dass das Gesicht das letzte ist. Ah, kommt schon. Redet ein bisschen länger. So, der Kill war jetzt ein bisschen schwieriger, weil die Typen sich genau gegenüber standen, aber... lief für meine Verhältnisse besser als erwartet. Kann ich das eigentlich auch hier? Das kann ich nicht einfach, okay. Aber ich habe noch 4 Wasserpfeile. Das ist noch mehr als genug. So. Gehe ich hier ganz gemütlich vor, so... Schon wieder ein Vogel da, really? Halte Z beobachten. Was denn, der Brief? Eastwicks Brief. Oh, warte, Garrett, was wolltest du sagen? Baron, Baron, Baron. Wichtige Briefe sollte man niemals offen herumliegen lassen. Also, wo ist dieses Bild? Oh, was für ein Bild. Eastwick. Eastwicks Brief, hier. Werter Lord Northcrest, es war enorm aufwendig, die versiegelte Kammer zu eurem neuen Tresorraum umzubauen, aber das Ergebnis ist ein voller Erfolg. Der Schalter zum Öffnen des versteckten Eingangs befindet sich, wie von euch gewünscht, hinter dem Gemälde mit dem Löwen. Wie in der Anweisung aufgeführt, liegt der Schlüssel zu euren wertvollsten Besitztümern nun in dem Originalmonument im Inneren. Seid versichert, dass dieses Schreiben von einem Boten überbracht wurde und es keine weitere Kopie gibt. Euer treuer Diener und Kunsthandwerker. Eastwick, der das Bordell besucht hat, wie wir ja jetzt wissen. Kammer zu eurem Tresorraum. Das ist doch der Bereich, wo wir schon drin waren, oder? Wo ich ganz alleine reingefunden habe. Ich weiß es nicht. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. LOL. Habe ich mir noch gemerkt, was in dem einen Schreiben stand? Sehr schön. Ein schönes Stück. Ja, da stimme ich dir zu. Und wieder so eine Büste. Standardausrüstung für den guten Kerl hier. Was haben wir noch so? Hier, na na na. Wieder auch ein Raben. Noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen vielleicht. Der Foliant. Unter dem Boden dieser Stadt wimmelt es von Überresten eines vergangenen Zeitalters.
meist nur Tummelplatz von Taugenichtsen, hat die Vergangenheit dort heute einen längst verlorenen Folianten zutage gefördert, der möglicherweise der Schlüssel dazu ist, die Urkraft ein für allemal nutzbar zu machen. Cornelius und Blumont halten das Buch für viele Jahrhunderte alt. Anfangs schienen die Symbole in dem Buch primitiv und nutzlos zu sein. Bei genauerer Betrachtung jedoch habe ich langsam die darin verborgene wissenschaftliche Bedeutung erkannt. Der Foliant zeigt ein Ritual oder eine Prozedur, bei der offenbar die Energie der Urkraft in einem leeren Gefäß nutzbar gemacht wird. Ich darf mich bei meinen nächsten Schritten nicht von meiner Begeisterung lenken lassen. Aber falls meine Forschung Früchte trägt, kann ich vielleicht endlich die Urkraft beherrschen und aus dieser Stadt ein industrielles Imperium formen. In einem leeren Gefäß nutzbar gemacht werden. Und wir wissen ja auch noch, nachdem die Forscher herausgefunden haben, dass in Erin die Kraft war, dass es nicht ganz nach ihrem Plan lief. Sie haben ja gesagt so, oh, besser als nichts, bla bla bla. Sie haben also zu der Zeit schon nach einem leeren Gefäß gesucht, aber dann durch diesen kleinen Fauxpas, also laut ihrer Seite Fauxpas, hat dann Erin die ganze Kraft bekommen. Was ja nicht ganz so hätte laufen sollen, eigentlich. Oh, guck mal, das ist ein Raum, wo ich noch nicht war. Ich frag mich, ob ich schon alle in diesem Haus jetzt erledigt habe. Ich meine, für so ein bisschen gemütliches Herumlaufen und... Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Das ist hier die Bibliothek, ganz genau. Hier ist der Schreibtisch und links von diesem Loch ist das Lagerfeuer, aber da habe ich ja schon alle unschädlich gemacht. Was haben wir da? Eine Geldbörse. Ich hätte viel lieber noch ein paar Notizen. Ne, die Büste nehme ich auch. Die Brüste nehmen wir immer. Oben waren Brüste, das habt ihr nicht gesehen. So viel zum Thema, die Brüste brauche ich immer. Kommen wie auf Bestellung. Auf irgendwelchen Gemälden. Okay, sieht nach Lagerkammer aus. Lagerkammer ohne irgendwelche Fallen, ohne nichts. Wirklich komplett ohne nichts, ja tatsächlich. Hier haben wir noch einen größeren Zugang. Ich war gerade eben kurzzeitig... Nein, nicht speichern! Sollst mir... Was ist denn das hier für ein Raum? Das ist so ein vereinzelter Raum. War das... Ah! Guck mal, wir sind wieder hier. Sehr schön. Bei dem Raum ganz am Anfang auf dem Stockwerk. Warte mal, wie viel habe ich jetzt erledigt hier? 10 oder 11 Leute haben wir erledigt. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo gehen wir als nächstes hin? Ich habe eine Idee und zwar da. Da haben wir noch so ein Aufschraubdingens. Oder komme ich da in den einen Raum, wo ich gerade eben war, einfach nur bloß oben hin? Oder vielleicht ist es eine Möglichkeit, die Wachen zu umgehen. Oder wäre eine Möglichkeit gewesen. Okay. Ja, sieht ganz so aus. Dann könnte ich einfach nur hier irgendwie... Dann komme ich genauso weg von diesem einen Eck da. Dieses Bild da oben ist creepy übrigens. Diese alte, streng schauende Dame. Die scheinen ja ein paar Mal dieses Bild hier zu haben. Nee, das war doch nicht die gleiche. Tut mir leid, es war ein Kerl, ich weiß. Okay. Dann habe ich da alles durchsucht. Auch das untere Stockwerk von dieser Bibliothek. Wo? Wo kann ich jetzt hier noch lang?
kann mich erinnern, hier waren noch irgendwo Fallen auf dem Boden. Die hätte ich gerne noch deaktiviert. Aber war das in diesem Stockwerk? Oder auf welchem auch immer. Ich glaube, das war auf diesem. Ich habe das Stockwerk nicht gewechselt. Oh, hier war ich noch nicht. Der Wurstkeller. Gut, ich nehme nicht an, dass hier... Warte, Heilung, brauche ich das? Jawohl. Irgendwann wurde ich ja mal irgendwie gehauen und dann habe ich nicht nochmal geladen. Oh man. Warte mal. Ja, guck mal, hier komme ich her. Also hier war ich schon mal. Wisst ihr was? Gehen wir einfach mal im Keller hier kurz weiter. Ich habe diesen Haupttresorraum hier schon erledigt. Das heißt, ich bin erstmal glücklich und zufrieden. Mist, es scheint hier keinen Weg zu geben. Vielleicht hier irgendwo? In diesem Raum, von der anderen Seite, von der Mauer aus hier? Sieht nicht so aus. Hier war aber auch nichts, ne? Irgendwie von der Seite der Mauer, von da, das war nur ein Bücherregal. Nein, nein, hier ist nix. Okay. Egal. Ignorieren wir mal die Fallenentschärfer. Die Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Ha! Baronoid! Ha! Muss ich mich auch mal nach oben umschauen? Ah, guck mal, hier! Man weiß ja nie, wann ich diesen Gang nicht nochmal entlanglaufen sollte. So, wen haben wir da? Oder was haben wir da? Ich meine, macht natürlich nicht so viel Sinn, dass hier irgendwelche Wachen mitten im Keller postiert werden. Ist ja hier alles so mehr abgeranzt. Außer sie haben irgendwas zu verstecken oder zu verbergen hier unten. Außer einen Haufen Fallen, versteht sich. Und wie viele Fallen brauche ich noch? Nur noch eine Falle, ich muss noch eine Falle entschärfen. Ich mag es einfach, die grüne Schrift da stehen zu sehen. Alle Fallen entschärft, haha. Nice. Richtig gespeichert habe ich auch schon länger. Oh, okay. Ich komme dann hier in den Raum. Okay. Ich bin noch nicht am Ziel dann. Alles ist gut. Oh, wow. Während ich hier mich gerade durchdrücke durch die Gänge, gucke ich gerade auf die Uhr. Na, komm schon. Und ich nehme schon fast wie eine ganze Stunde auf. Holy bejesus. Warum nehme ich schon so lange auf? Schönes blaues Leuchten hier übrigens, was aus dem Nichts kommt. Es ist ominös, es ist mysteriös. Es ist noch ganz andere Arten von Ös. Komme ich da hoch? Warum ich da hochkommen möchte? Woher soll ich das wissen? Einfach, weil es geht. Und weil ich dann ganz viel blinzeln kann, um herauszufinden, ob mir das tatsächlich was gebracht hat. Ach schade, ich dachte, es wäre ein Wurfobjekt. Das habe ich nämlich verbraucht. So, wo bin ich jetzt? Jetzt komme ich in so einen kleinen Zwischenraum, wie es aussieht. Huch. Nein, 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 nein. Erstmal schauen wir, ob uns Kerle erwarten oder irgendwelche Fallen direkt auf der anderen Seite. Nope. Jetzt dürfen wir knacken. Ich versuche hier extra möglichst vorsichtig vorzugehen. Wie gesagt, ich meine, wir sind im Keller. Und wenn hier keine Wachen sind, dann haben wir ja vorhin schon gesehen, dann werden uns wahrscheinlich Fallen erwarten. Auch wenn das ebenso bedeutet, dass dieser Keller irgendwas zu verbergen hat. Ich meine, die würden ja nicht einfach... Ah! Ah, guck mal, wir sind wieder draußen.
Das ist das, was ich vor 3-4 Episoden mal gesagt habe, als wir noch draußen hier unterwegs waren, vor dem Gebäude. Oh, hier ist eine Treppe, ob es hier auch irgendeinen anderen Gang ins Gebäude gab. Und dann habe ich mich ja darüber geschlichen und die eine Kiste runtergeschossen und habe mich so ganz kompliziert irgendwie ins Gebäude da reingeschlichen. Über einen viel längeren Weg, aber es hätte auch einen direkt hier durch den Keller gegeben. Cool. Interessant zu wissen. Also habe ich im Prinzip jetzt einfach nur eine Alternativroute in das Gebäude reingefunden, aber nichts, was ich tatsächlich hätte finden sollen oder müssen oder sonst irgendetwas. Ich dachte nämlich eigentlich, dass mich dieser Kellerpfad eventuell... Warte, komme ich da hoch? Nein, oder? Nein, okay. Da ist so ein kleines Loch, deswegen wundere ich mich. Hier, weil das Ziel zeigt mir nämlich dahin. Und deswegen dachte ich, vielleicht kommen wir irgendwie hier so rüber, dahin und dann über irgendwelche komischen Geheimgänge da rein. Zu dem Baron, aber nope. Der Keller war nur ein Alternativeingang, aber gut zu wissen. Fallen sind weg, jawohl, dann können wir auch hier. Huch, habe ich gerade eben eine Krähe gehört? Nee, oder? Das sollte keine gewesen sein. Durch die plötzlichen Bewegungen war ich schon gerade eben wieder verwirrt. Okay. Cool. Dann haben wir dieses Stockwerk hier eigentlich, glaube ich, soweit abgehakt. Der Schatz war hier nicht auf diesem Stockwerk. Ich kann mich nicht erinnern, die Treppe runtergegangen zu sein. Ich glaube, ich habe irgendwie irgendwann anders das Stockwerk gewechselt. Weiter runter geht es nur in den Keller, ne? Ja, ja. Da, wo wir gerade eben hergekommen sind. Dann, das gerade eben war das Erdgeschoss. Jetzt kommen wir hier ins Obergeschoss. Genau. Hier habe ich die Fallen schon entschärft. Oh, guck mal, ein ganzer Raum, wo ich mir noch nichts angeguckt habe. Hallo. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich in irgendwelchen anderen Häusern unterwegs bin, habe ich nicht wirklich irgendeine Motivation, alles auszuräumen. Aber wenn wir jetzt hier beim Baron Northcrest sind, hallo. Herr von Hochwohlgeboren und so weiter, dann mache ich das sehr gerne. Die Erweckten. Oh. Waren das vielleicht die im Keller? Was ist die Urkraft? Gehen wir... Nee, das hatten wir schon. Ups. Hier, die Erweckten. Die Herrschaft meines Großvaters war kurz, streng und überaus effektiv. Unter Samias wurde die Beschäftigung der Northcrests mit der Urkraft begründet. Dennoch verkannte er die Energie, die er zu beherrschen trachtete. Ich bewundere seine Überzeugung und bedauere seine Unkenntnis. Samias Vermächtnis bedeutete, dass Harland den Erfolg erringen sollte, der meinem Großvater verwehrt geblieben war. Aber statt die Sache voranzutreiben, erwies sich Harland als planloser und undisziplinierter Lüstling, der Jahrzehnte der Forschung verkommen ließ. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Darum gründe ich die Erweckten, einen elitären Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Mechanikern und Philosophen mit einem gemeinsamen Ziel, der vollständigen Kontrolle über die Urkraft. Mit dieser Energie betreiben wir die Wiedergeburt der Stadt und begründen ein neues Zeitalter industrialisierter Aufklärung. Wir sind nur wenige, aber wir sind die Maschine. Lasst uns die alten Götter durch den Fortschritt ersetzen. Interessant. Ist das die gleiche Fraktion, von denen man schon in den letzten Thief-Teilen gehört hat? Da gab es ja auch so die Wächter und die Naturfreaks, die Maschinenfreaks und die zwischendrin. Die Bewahrer der Balance, irgendwie sowas. Die haben wohl öfter Nena gehört. Balance steht. Jedenfalls, ja. Die. Komme ich da irgendwie hoch? Ne. Hier, ne. Goddammit. Irgendwie kommt man da auf jeden Fall hoch, aber durch einen anderen Raum. Ach so, nee, das war nur hier oben rum, um die Falle zu deaktivieren. Ja, das haben wir. Ja, das war hier die Bibliothek. Hier haben wir auch schon alles aufgesammelt.
Da müssen wir erstmal nichts mehr schauen. Das war hier der kleine Zwischengang, ja, wo ich den einen Schatz gesehen habe. Dann hier hatte ich schon den Schatz gefunden, den Durchgang. Genau, hier ist der Fallenraum. Und wir wollen da nach oben rüberklettern. Wir wollen hier auf die andere Seite. Schon wieder so ein Ding. Wo ich mir echt denke, warum kann ich nicht diesen Schrank verschieben, Mann? Ist dieser Vogel da im Gang immer noch so am Abgehen, oder? Goddammit! Ach, deswegen bin ich in die Bibliothek gegangen. Stimmt. Ich wollte eigentlich von vornherein hier... Ja. Ich wollte von vornherein einen anderen Gang... nehmen. Ja, genau. Ich erinnere mich. Durch diese Tür wollte ich von Anfang an und dann habe ich mich durch die ganzen verzweigten und verzwickten Gänge ablenken lassen. Was aber gut ist, versteht mich nicht falsch, weil wir haben so viel Story erfahren und mehr über die Urkraft erfahren und zum Baron von Northcrest. Ich muss sagen, das überrascht mich echt, dass so ein modernes Spiel viel von seiner Story einfach über Bücher und so erzählt. Ich meine, noch extremer ist natürlich Dark Souls, was ich derzeit im Stream zocke, weil Dark Souls einfach... Da erfährst du die Story eigentlich nur über irgendwelche Item-Beschreibungen und so etwas. Daher ist Thief nicht ganz so hardcore, aber trotzdem, dass wenn du mehr wissen willst, du echt richtig viel Background erfahren kannst, nur durch diese Story. Warte, jetzt bin ich wieder hier. Genau, doch. Es gibt keinen Ausweg mehr. Das war's. Oh je, ich habe schon wieder andere Leute gehört. Warte, von der Seite. Ja. Extra noch mit den Schleifspuren da, als ob irgendwie regelmäßig die Leute hier hochklettern würden. So. Ja, den Eingang da kenne ich, da komme ich nur einfach in den einen Raum raus. Und, Ladies and Gentlemen, genügend Schläge, K.O.-Schläge und genügend Fallen entschärft. Sehr schön. Beuteobjekte sind mir natürlich egal. So. Für eine eventuelle Fluchtroute habe ich jetzt auf jeden Fall schön aufgeräumt. Ich frage mich, was von der Stadt noch übrig ist. So viel Rauch. Warte, wo bin ich hier? Hier war ich noch gar nicht. Hey, aber hier bin ich richtig. Wisst ihr was? Ich finde, ich habe für meinen Geschmack genug hier eingesammelt. Es wird Zeit, dass wir die Geschichte weiter vorantreiben. Oh, scheiße. Ich glaube, ich höre die Leute Treppen steigen. Moment, ich muss nochmal gucken, bevor die mir in den Rücken fallen später. Oh ja, da stehen sie. Da sind zwei... Kerle. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich mich hier ganz ruhig verhalte, dass sie nicht auf die Idee kommen, hier hochzukommen. Und ich hoffe auch, dass es hier nicht noch irgendwelche Fluchtaktionen geben wird. Sonst habe ich ein Problem mit dem. Ich bete, dass es keine Flucht geben wird aus dem gleichen Bereich. Oh, das hat aber elegant zu... Oh. Elegant zugemacht. Okay. Oh. Hallo. Guck mal. Warte mal, können wir da überhaupt hin? Oh, schade. Ich meine, wenn die es hier mit Kisten zustellen, okay, das kann ich noch verstehen. Aber ernsthaft, keine Türklinke? Ich meine, hätten die wenigstens noch die Türklinke, man könnte sich vielleicht ausreden, ja, sie haben sie abgeschraubt. Aber dann müsste man trotzdem irgendwelche Rückstände sehen. Einfach so eine nackige Tür und ich dachte, ich finde hier irgendeinen super secret Geheimgang. Nope. Nope. Das war geil. Komme ich da rein in das Loch? Nope. Komme ich da auf das Rohr? Nope. Oh ja, Garrett, stöhn für mich noch ein bisschen mehr. Geil.
Okay. Ziemlich offensichtlich die Route, wie man hier klettern soll. Keine irgendwie Geheimgänge oder irgendwelche anderen Übergänge, die man noch nehmen könnte. Finde ich aber gut. Also in der einen Mission habe ich echt mich echt blöd angestellt. Ups. Sehr schön. Komm ich darüber? Nope. Das war ein klares Nein. Ach, bin ich hier in so einem Fahrstuhlbereich? Ah ja, tatsächlich. Das ist hier so ähnlich aufgebaut wie der Tresorbereich. Interessant. Ah, so eine Geschichte hier. Cool. Also ich nehme mal absichtlich jetzt nicht die Treppe. Ich finde das hier deutlich interessanter. Ja. Sehr schön. Rohr, ja. Weiter hoch, einmal nach links. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt über die Treppe da hochkommt. Oh, Jesus. Kapitän auf einem sinkenden Schiff. Also seh zu, dass das verdammte Ding nicht untergeht. Warte, war das unser alter Freund, dieser Hundswachmann, irgend sowas? War das der? Die Stimme hat auf jeden Fall so ähnlich geklungen. Moment, nochmal kurz gucken, was haben wir da? Ah, sehr schön. Also, Totenbettberichte klingt nicht so schön, aber mehr Story. Harland Northcrest ist vor wenigen Minuten verstorben. Oh, okay. Als sein einziger Sohn war es mir eine Pflicht, an seinem Totenbett auszuharren, wenn auch seltsam gefühllos. Doch das sollte mich wohl nicht überraschen. Meine Beziehung zu einem derartigen Versager bot einfach keinen Raum für Zuneigung oder Reue. Die Beichte entfuhr seinen Lippen ebenso wie unzählige Opiumpfeifen, und mit unvergleichbar wenig Aufrichtigkeit. Dabei stieg Elspeth Hooks an die Oberfläche, ein unwillkommenes Abschiedsgeschenk. Harland hatte es selbst nie zugegeben, doch sein Techtelmechtel mit dem Dienstmädchen meiner Mutter war allen bekannt, vor allem mir. Die vermaledeite Magd wurde an meinem 15. Geburtstag entlassen. Sobald das Kind in ihrem Bauch erkennbar war, das war der Anfang vom Ende mit Beatrice. Ich werde keine Zeit mit Lügen, Betrug und Verschleierung vergeuden. Zumindest heute Nacht hat der 9. Löwe von Northcrest die Wahrheit gesprochen. Oh Mann, was hier abgeht. Überall Liebe, Betrug, Verrat, Treuebruch, alles Mögliche. Ich bin extra hier vorsichtig. Ich möchte noch mehr Bücher mitnehmen, falls noch irgendwas kommt. Wahrscheinlich habe ich aber noch mehr übersehen. Okay. Oh, okay. Komplett neuer Bereich. Ich wollte eigentlich gerade eben durch das Schlüsselloch gucken. Nope. Was wird jetzt hier abgehen? Das ist der von der ersten Mission. War das Baron Northcrest? Wenn du mich töten willst, mach schnell. Ich brauche Antworten, die ihr mir geben werdet. Niemand mag meine Antworten. Ich habe viel von dir gehört. In der Erde liegt eine Kraft. Eine alte Energie. Urkraft. Für Unwissende ist sie harmlos, unsichtbar. Doch man kann sie kanalisieren, in eine produktive Form bringen. Bisher wurden nur kleine Mengen kontrolliert. Aber mein Traum war größer. Besser. Was habt ihr mit Aaron in Moira gemacht? Als der Stein brach und das Buch zerstört wurde, ging die Energie auf sie über.
Der Kontakt mit dieser Quelle hat schlimme Konsequenzen auf Geist und Körper. Ich weiß, was passiert. Wo ist das Mädchen? Ich wollte die Energie entfernen. Aber als er Aaron aus Moira entführte, ging mein Traum auch dahin. Von wem reden Sie da? Aldous hat das Mädchen genommen. Du kennst ihn besser als Orion. Oh. Mein Bruder. What? Oh. Oh. Wir wuchsen getrennt auf. Aber ich brachte ihn zur Familie zurück. Zu den Erweckten. Wie wir konnte er die Urkraft spüren. Er war auch bei der Zeremonie, dem Ritual und half. Doch nun wollen seine Fanatiker den Stein. Warum nahm Orion das Mädchen? Er muss ein neues Ritual planen. Und du warst ein gehorsamer Hund, wie es scheint. Erst ließ er dich Cornelius Ring stehlen. Dann das Buch. Der Stein aus dem Bergfried. Wenn er nur noch das Letzte findet. Dein Auge. Du warst da, ich erinnere mich. Du bist das letzte Teil. Viel Glück mit meines Bruders Pack. Wow, ich habe von Anfang an schon gespürt, dass Orion Dreck am Stecken hat. Aber dass er so weit oben mitspielt und so der absolute Antagonist ist, okay. Krass. Und das sieht jetzt nicht aus, als ob ich irgendeinen Weg zurückbekommen würde. Ich glaube, ich muss mich jetzt sehr schnell verdünnisieren gleich. Oh mein Gott. Die nächsten Gäste sind da. Während sie alles niederbrennen, gehe ich zum Zeremonienraum. Ja, der Rauch geht hier schon ordentlich ab. Wird das schon das Ende hier jetzt sein? Ich kann das kaum fassen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe eine Stimme gehört. Aber egal, ob es das Ende sein wird oder nicht, wir machen das auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme weiter, weil ich muss nämlich leider mich schon wieder verdünnisieren, auch wenn ich so neugierig bin, wie es weitergeht. Oh. Okay, meine Freunde. Wir machen, wie gesagt, nächste Aufnahme weiter für euch nächste Folge. Bis dahin, habt noch einen schönen restlichen verbleibenden Abend, Nacht oder Tag, wann ihr auch immer euch diese Folge reinzieht. Über ein Däumchen nach oben, wenn euch das Let's Play gefällt, freue ich mich sehr, hilft mir und meinen Videos weiter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht sogar schon mit dem Finale von Thief, wer weiß. Riecht sehr stark danach. Bis dann, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal mit Thief.